Hallo und herzlich willkommen, liebe Let's Play Arts und Freunde, zu einem neunten, nein, nicht von einem neunten Teil, zu einem neuen Teil von Let's Play The Sims 4 hier bei Bruno und bei Xenia zu Hause. Ist jetzt eine Weile her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe und ich muss sagen, ich freue mich richtig, weil ja, irgendwie habe ich das schon fast vermischt und ich bin echt erstaunt, weil ich habe das Spiel gestartet und Xenia ist am Aufräumen. Was muss man sich mal vorstellen? Von alleine. Ja? hat mich relativ erstaunt. Bei Bruno ist nichts Spezielles. Der ist wie immer hier in den Foren am Provozieren. Und in dieser Episode möchte ich eigentlich einmal so ein bisschen näher auf diesen Nerd-Clan eingehen, den ich in der letzten Ausgabe gegründet habe. Zusammen mit Bruno und Michael Voss. Oder Voss? Voss? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Bruno, mein lieber Schatz, du musst mal aufhören hier am Computer zu hängen, du musst mal auf die Toilette. Okay, Energie ist jetzt auch nicht mehr so das Grüne vom Ei. Aber dann vielleicht auch noch kurz etwas essen, weil ich möchte eigentlich gerne dann mit ihm losgehen. Was ich außerhalb des Let's Plays gebaut habe, ist ein Lokal, wo sich der Nerdclan auch treffen kann. Das werden wir heute auf jeden Fall noch besuchen. Ich hoffe es zumindest, dass es gehen wird. Im schlimmsten Falle dann in der nächsten Episode, aber ich denke, das wird eigentlich kein Problem sein. Ich muss das dann nur noch einstellen. Ich glaube, das kann ich ja hier machen. Versammlung starten. Gruppenpunkte, Nerdclan, Gruppendetails, Treffpunkt der Gruppe, das war hier. Ist jetzt im Moment noch eingestellt auf mein Zuhause. Jetzt muss ich überlegen, wo habe ich das gebaut? War das Newcrest? Nein. Oasis Springs, Windenburg. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wo ich das Dings gebaut habe. Kaffee, frische Brise, altes Inn, alte Ruine. Hast jetzt Heim der. Das damals. Ich glaube, ich muss echt kurz losgehen und gucken, wo ich das gebaut habe. Oder vielleicht lasse ich es auch im Moment jetzt einfach gerade hier. Ich muss mir das wirklich nochmal. Allgemeine Orte, bestimmte Treffpunkt, Kaffee. Ah, Kaffee ist dann beliebig. Okay, jetzt verstehe ich das. Ich lasse es im Moment mal hier bei auf mein Zuhause, also auf das Zuhause von Bruno und Xenia eingestellt, weil ich will jetzt da nicht stundenlang rumsuchen gehen, bis ich das gefunden habe. Und mit Xenia möchte ich eigentlich auch etwas machen. Und zwar, ich weiß nicht, okay, Xenia ist jetzt noch keiner Gruppe beigetreten. Das könnte man aber eigentlich schon mal machen, weil Xenia ist eigentlich in meinen Augen eine, die gehört zu den Idolen. Für die Spin Masters ist sie nicht qualifiziert. Gartenzwerge, Heckenritter, High Society. Wir sind nicht hochnäsige, wir sind einfach nur die besseren Dinge des Lebens zu schätzen. Solange sie mit Essen zu tun haben, nein, eben, ist ja nicht nur das Essen. Ne? Heißt die Idole, es erfordert eine Menge Arbeit, so gut auszusehen, Perfektion ist nicht leicht zu erreichen, aber jeder braucht jemanden, zu dem er aufsehen kann, für Einladung bewerben. Hallo Xenia, ich hörte, dass du einen Beitritt... Nochmal. Entschuldigung, meine Stimme ist irgendwie immer noch so. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, heute ist Sonntag. Heißt, ich habe einen Samstag überlebt. Hallo Xenia, ich hörte, du bist deinem Beitritt zur Gruppe die Idole interessiert. Komm und häng mit uns ab. Wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, kannst du dich dafür bewerben, der Gruppe beizutreten. Ich dachte, wir könnten uns hier treffen, hausige Zeiten. An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als den Pool. Triff uns dort. Willst du auch kommen? Okay, dann machen wir das doch mal. Und verschieben das mit dem Nerdclan auf die nächste Folge sehr wahrscheinlich, weil ich möchte eigentlich Xenia da nicht irgendwie so zu einer Randperson mutieren lassen, weil im Moment ist natürlich schon Bruno so ein bisschen mehr im Fokus irgendwie. Das soll, ja, das, weißt du, was ich meine, ne? Xenia sollte bei der Versammlung der Gruppe die Idole einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Sie sollte Kontakte mit den Gruppenmitgliedern knüpfen und sich um den Beitritt zur Gruppe die Idole bewerben, wenn alles gut läuft. Okay. Nun ja. Ja, wir gucken erstmal kurz Sergio Romeo, dann haben wir hier Sioban Fires und dann haben wir hier, das bleibt doch mal stehen, bitte. Sophia Bjergsen? Die ist bei den Idolen? Okay, jetzt bin ich
Das sind ja Teenager. Junge Erwachsene. Junge Erwachsene. Okay, zwei Teenager und zwei junge Erwachsene. Von dem her, ja, passt eigentlich gut. Wir gucken das jetzt uns jetzt mal an. Oh, Ah, da kommt noch Dag, jemand. Die gehört Dag. auch dazu wahrscheinlich. Dina Caliente, Hallo, okay. Gabba. Hallo, Gabbe. Und dann Bene gucken wir doch mal. Von Herzen kommt das Kompliment. Wog. Tratschen, komm, die Blade, Idole, die Narsa. tratschen gerne, oder? Larsen. Ja. Vula Shaka Teeps. Letztens habe ich voll gut ein Sigourne. Tischlmechel in einem voll guten Ort gehabt, weißt Sona. Bonok. Naja, soll ich über Interessen reden? Komm, wir reden mal über Interessen. Mal gucken, ob das passt überhaupt. Im Moment ist es ein angenehmes Gespräch, was schon mal gut ist. Flizza, Lavar, Mal gucken, ob das. Also, verstehen tun sie sich auf jeden Fall gut. Bis jetzt. Gruppen für Gruppe bewerben. Okay, das möchte ich jetzt noch gerade nicht. Romantisch freundlich. Nach Karriere. Was machen die so beruflich? Hallo. Jetzt lauf mir doch nicht. Hallo. Bleib doch mal hier. Die kann doch nicht einfach von mir weggehen, ey. Das kann sie doch nicht tun. Ja, kann sie anscheinend doch. Okay, dann ja, gehen wir halt auch einfach mal hier hin. Mein Gott. Was Ilse, ne? Ich höre Musik. Die kommt von oben, glaube ich, oder? Nein, kommt die von unten? Von irgendwoher kam Musik. Die muss dringend auf die Toilette, auf jeden Fall. Gut. Outfit ändern. Wir nehmen dann einmal die Badekleidung. Mach das mal alles weg hier jetzt. Komm. Fertig. Hopp, hopp. Die steht immer noch draußen. Guck dir das mal an. Was macht die? Alter, warum bewegt die sich nicht? Es bewegt sich kein Sim. Habe ich da gerade einen schönen Spielfehler? Ich reise mal kurz nach Hause. Jo, da haben wir einen schönen Spielfehler. Okay, Recording Session abgebrochen. Also, bis 15:30 Uhr, genau, hä? Ace, so. Okay. Ace, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Let's Play-Arzt-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play die Sims 4 hier bei den, ja, wie gesagt, bei den Let's Play-Arzten. Und zwar geht es heute in der Ausgabe, ja, ich weiß es nicht genau, ob ich den Nerd-Clan weiter ausbauen möchte oder ob ich sonst irgendwas tun möchte oder ob ich für Xenia vielleicht eine Gruppe finden möchte. Ich weiß es noch nicht. Fakt ist, ich muss erstmal beide jetzt schlafen schicken, weil die sind relativ durch schon wieder und ich möchte eigentlich nicht schon wieder dann mitten in der Episode, dass die dann irgendwie todmüde umfallen oder was auch immer. Brauche ich nicht irgendwie. Fände ich schade, weil so macht es dann doch irgendwie die Sessions irgendwo durch auch ein bisschen kaputt, wie ich finde. Und von dem her möchte ich doch da ein bisschen irgendwie darauf achten, dass die doch mehr oder weniger über die, ach, das ist gar nicht der Kühlschrank, hier ist ein Schrank. Über die Sessions dann beieinander sind, ne? So, Bruno steht voll konzentriert auf und er möchte jetzt auf jeden Fall direkt etwas lesen, weil er konzentriert ist. Den Wunsch werden wir ihm auch gerne erfüllen dann, aber noch nicht jetzt. So, Xenia dürfte dann auch schon bald einmal wach sein. Dann schicken wir die erstmal auf die Toilette und dann. Oh, sie ist kokett aufgewacht. Ist ja kalt duschen dann in dem Fall. Ist ja nicht so, dass wir das auch nicht kennen von Xenia, aber naja. Warum? Bossa move, Nerf. Aha. Ja, ich koche am liebsten im Badezimmer. Ups, das hat niemand gesehen. Also, erstmal die Matsche rühren hier. Warum kocht er im Badezimmer? Und warum? Ich will mal kurz seine Fähigkeiten. Charisma, Comedy, Fotografie, Kochen. Kochen ist Level 3.
Und er benimmt sich eigentlich immer noch so relativ, relativ, ja, ich will nicht sagen blöde, aber... Ah, der hat hier gar keinen Platz. Guck mal, in dem Messerblock hier. Okay, das Essen, ja. Ich glaube, das versuchen wir nochmal. Xenia gebe ich wohl besser, hat die großen Hunger? Ja, die hat schon Hunger. Erstmal eine schnelle Mahlzeit, vielleicht ein Gläschen Orangensaft. Man muss ja was für die Linie tun und auf die Linie achten. Ich weiß nicht, vielleicht konnte er es jetzt noch retten, aber... Moment. Verdorben, okay. Ausgezeichnet, hey, okay. Dann, liebe Xenia, kannst du hier gerne auch ein Gericht nehmen? Ja, wir wissen es doch. Sie ist aus Flirten eingestellt. Und das, liebe Freunde, kommt natürlich Bruno zugute. Vielleicht. Kalt duschen, weil kokett ist. So. Ich finde es immer schön, wenn die mal zusammen essen. Freizeit zu posieren, ja. So. Ah, du bist ja auch da. Ja, ich wollte länger schlafen, aber da waren Fliegen im Zimmer. Und, weißt du Bescheid, ne? Eigentlich ist es nicht lustig. So, jetzt ist sie wieder glücklich. Okay, sie ist nicht mehr kokett. Das geht schnell bei ihr. Aber mittlerweile muss ich sagen, die verstehen sich doch relativ gut. Finde ich eigentlich relativ cool. Aber wie gesagt, wir haben es in der letzten Episode gesehen. Na, hat dir heute schon jemand das Herz gebrochen? Naja, ich war vorhin im Forum und eigentlich ist das gar nicht lustig. Und wie gesagt, Bruno ist schon jemand, der kommt gut an. Der ist gar nicht so ein verkehrter Typ. Ja, ein bisschen mopperlich und hat spezielle Ansichten, aber hey. Heutzutage auch nichts mehr Schlimmes. Also nicht, dass es mal was Schlimmes war. Ich höre jetzt auf zu reden und lass die beiden essen. Ich glaube, es ist besser. Ich spule kurz ein bisschen. Oh, die hat auch so richtige Hamsterbacken irgendwie gekriegt. Hat Xenia zugenommen? Oder meine ich das nur? Ich weiß es nicht, weil... Okay, die letzte Aufnahmesession ist schon ein paar Tage her. Muss ich leider Gottes zugeben. Was hat der denn? Etwas Romantisches tun. Oh. Er ist immer noch auf der... Natürlich ist Bruno halt eine Gruppenversammlung einberufen. Das werden wir heute sehr wahrscheinlich tun. Er ist halt immer noch auf der Suche nach der Seelenverwandten. Und die möchte ich ja eigentlich für ihn auch finden. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ich weiß es, weiß man ja noch nicht jetzt. Was will sie denn jetzt von ihm? Sie will plaudern. Aber sie weiß das ja auf der Toilette. Ach so. Okay. Ja, irgendwie sind Sims schon ein bisschen speziell. Aber ich find's cool. So. Lockere Unterhaltung. Und er ist nach wie vor konzentriert. Nee, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Ich geh lieber am Computer. So, Bruno, jetzt unterhalte ich ein bisschen mit dir. Witz über Pinguine. Komm, Witz über Pinguine, das kommt immer gut. Und mein Ziel ist es heute eigentlich auch, Bruno einen Job zu finden. Das wäre eigentlich relativ cool, wenn das klappen würde oder dass wir was Passendes finden für ihn. Ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung ich mit Bruno gehen möchte. In der Karriere-technisch gesehen. Aber von Herzen kommt das Kompliment. Flirten. Mit Besitz jemand prahlen würde ich nicht, aber ein Kompliment übers Aussehen kann man durchaus mal machen beim lieben Bruno. So, Hoppla, das hat sich direkt hier... Nur Freunde, okay, das entwickelt sich hier doch irgendwie was anders, als ich das erhofft habe. Ich wollte eigentlich nur einmal so, weißt du, Bescheid, nur so flirten. Und ich habe mich übrigens entschlossen, ich werde mit Xenia früher oder später, ich weiß noch nicht ganz genau wann, einen Detailhandel eröffnen. Vielleicht wird es ja was, vielleicht auch nicht, vielleicht wird es der größte Reinfall, weiß ich im Moment noch nicht, aber der Technikguru. Aber der Entschluss steht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welche Karriere, die Möglichkeit, deine Sims auf die Arbeit zu begleiten. Das wäre eben auch spannend, aber... Arzt, Polizisten, Wissenschaftler, es passt alles nicht zu Bruno. Wenn es, machen sich Sims alleine auf den Weg und... Okay, Astronaut, das wäre eigentlich auch cool, wenn man Astronauten besuchen,
nicht besuchen, sondern mitgehen könnte. Technikguru. Was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten drauf, von dir aufgehoben zu werden. Und etwa zu werden. Und das wirst du mit diesem Riesen. Mit deinem Riesengehirn ja wohl hinbekommen. Berufszweig E-Sportler und Start-up-Unternehmer. Das klingt spannend. Ich glaube, das nehme ich. Montag frei, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag arbeiten, Sonntag frei. Okay, das nehmen wir. Bruno ist jetzt Live-Chat-Berater bei Rain Day Entertainment. Er beginnt Samstag um 10. Okay. Also am nächsten Tag beginnt er eigentlich. Fand er mir relativ cool, muss ich sagen. Und mit Xenia möchte ich eigentlich jetzt heute noch eine Gruppe suchen. Ich möchte gerne, dass Xenia auch einer Gruppe beitritt. Und zwar habe ich mich da schon ein bisschen umgesehen und ich möchte gerne den Idolen beitreten, weil... Hallo Xenia, ich hörte, du bist an einem Beitritt zur Gruppe Die Idole interessiert. Komm und häng mit uns ab. Wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, kannst du dich dafür bewerben, der Gruppe beizutreten. Ich dachte, wir könnten uns hier treffen. Haus der Gezeiten, schnapp dir deinen Badeanzug und treff uns am Pool. Willst du auch kommen? Na, das ging jetzt natürlich relativ schnell. Aber okay, machen wir das mal. Bin ich gespannt, muss ich sagen, weil ich möchte Xenia ja eigentlich auch so ein bisschen ins soziale Leben einbinden. Ist jetzt natürlich schon erst die sechste Ausgabe, aber hey, es muss ja doch ein bisschen vorangehen. Kann ja nicht sein, dass sie immer nur zu Hause rumsitzen. So, okay, da ist jetzt die ganze... da ist jetzt die ganze Gruppe. Okay, das ist die Queen, die Idole, in Versammlung. Überreden die Gruppe, Witz über Ingenieure erzählen. Okay, erzähl ihr mal einen Witz über Ingenieure. Weißt du, was ein Ingenieur ist? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay, der war nicht so gut. Tag verschönern. Guck, die Tesla zieht direkt hier auch wegen Fastfood und Smartphones und so. Das sind schon Themen, die die Idole natürlich interessieren. Okay. Ja, da wir ja schon hier am Pool... Oh, guck mal ihr Gesicht an, ey. Du guckst ja voll ernst. Ausschalten, dann mache ich Licht. Nein, inzwischen natürlich. Ich möchte gerne den Outfit ändern. Das Outfit ändern und den Badeanzug anziehen. So, das wollte ich sagen. Herrgott. Guck mal, Michael ist auch wieder da. Ich habe ja langsam ein bisschen das Gefühl, dass Michael vielleicht ein bisschen scharf ist auf Xenia. Und deswegen überall ist, wo sie ist. Ist so eine Vermutung, ich weiß es nicht, ist auch nicht bestätigt, aber man, ja, könnte ja sein. Ich meine, abwegig wäre es ja nicht von dem her. Denn Michael ist natürlich auch einer, der weiß natürlich die weiblichen Reize zu schätzen, ne? Das kann man nicht abstreiten. So, dann gehen wir erstmal in den Pool springen. Aha, das Objekt wird derzeit verwendet. Super. Die gehen alle hoch. Warum gehen die alle hoch? Dann gehen wir halt auch hoch. Hier hingehen. Ah, guck hier. Geheimes Klopfzeichen versuchen. Ah, ich darf jetzt hier... Ach so, die haben hier ihren... Ah, das ist ja nice. Okay, so nice sieht es jetzt auch wieder nicht aus, aber... Es ist nichts Spezielles. Da kann man sich immer mal ein bisschen mit den Damen unterhalten. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Xenia? Da kommt sie. Im Endengang angewackelt. Okay. Geheimes Klopfzeichen versucht. Ja, ich weiß ja, ich komme hier sonst nicht rein. Okay, anscheinend ist es nicht. Durch diese Tür zu gehen. Was müssen wir denn aufschließen? So, geht's rein. Aufschließen. Okay. Sie ist nicht berechtigt. Dann schließen wir die Tür doch einfach auf. Von Herzen kommt das Kompliment. Machen wir mal einen Tag verschönern. Und ein bisschen kennenlernen, denn ich möchte ja wissen, ob die überhaupt... Okay, anscheinend haben die auf jeden Fall schon zusammen gequatscht, denn die kennen sich ja schon irgendwo durch. Und ich möchte auf jeden Fall wissen, ob die überhaupt in diese Gruppe passt. Das ist immer die Frage, weil ich will sie auch nicht einfach in eine Gruppe reinflatschen, wo sie dann gar nicht hinpasst. So, aber ich denke, die Idole, das wäre schon die Gruppe, die am besten dazu passen würde, denke ich mal. Kann mich auch täuschen, ich weiß es nicht. Sisamba. Sisamba.
Okay. Bewunderung ausdrücken. Ja, komm, Bewunderung ausdrücken. Mach das mal. Ich wäre so gern so cool wie du. Aber ich bin noch viel cooler. Okay. Angenehmes Gespräch. Was trägt die hier? Warum trägt die ein Pyjama? Warum trägt die eine Schürze? Warum trägt sie Bikini? Und warum liegt hier Stroh rum? Nee, warte. Das letzte war was anderes. Okay, das letzte war was anderes. Überreden die Gruppe zu über Interessen reden, ja. So, wir lassen die erstmal ein bisschen plaudern. Die ist aber noch ein Teenager, oder? Ja. In Versammlung. Erstmal Selfie. Alter. Über Gruppe die Idole reden. Ich weiß nicht, was ich in meiner Stimme habe. Über. Ja, komm, dann reden wir mit dir. Das ist mir doch zu blöd hier. Geht's zumindest mal ein bisschen voran. Mann, Alter, was hat die für einen Vogel da drinnen? Liebe Gruppe von Obstkuchenschwärmen, nach Karriere. Was machst du denn? Das ist Großartiges für die Gruppe, die Idole. Ich hoffe, sie bleibt uns noch lange erhalten. Ja, wäre schon gut. Sie ist Oberschülerin, natürlich. Okay, die zieht sich hier irgendwie nonstop um. Macht die gerade Modeschau oder wie? Es ist klar, Xenia muss diese Gruppe an sich reißen. Das ist ganz klar. Weil Xenia ist ja natürlich auch so das Aushängeschild. Natürlich. So. Mit Sophia plaudern. Okay, trägst du das jetzt? Behältst du das jetzt an? Dann würde ich mich gerne für diese Gruppe bewerben. Jetzt zieht sie sich wieder so an. Das soll noch einer verstehen. Bewerbt sie sich jetzt, oder? Glückwunsch! Xenia wurde in die Gruppe die Idole aufgenommen. Nice. Somit bin ich jetzt in dieser Gruppe drin, ne? Aber es war ja auch klar, ne? Xenia gehört in diese Gruppe wie die Faust aufs Auge, den Deckel auf den Topf, die Sonne zum Tag, ihr wisst ja Bescheid, was ich meine, ne? Macchiato Mocca, mach dir mal ein Cappuccino. Guck, hier kannst du da noch. Ah, nee, kannst du nicht. Ich dachte, da kann man vielleicht noch was essen. Aber es geht nicht. Und dann setzen wir uns doch einfach mal hier hin, zusammensitzen und quatschen. So. Xenia, wie gesagt, es ist klar, dass Xenia diese Gruppe komplett an sich reißen wird. Denn wenn es ein Idol gibt, dann ist natürlich Xenia das Idol und nicht die andere, naja, ich sag jetzt mal nette Dame hier. Hatte die vorhin nicht gerade noch ein schwarzes Oberteil an? Oder ist es jetzt so die Stammkleidung der Idole? Ich weiß es nicht. Kommen die jetzt auch? Weil ich gesagt habe, zusammensitzen oder... Die lassen uns jetzt hier alleine sitzen. Wie assi. Coole Gruppe, muss ich sagen. War eben die anzunehmen. Aber hey, immerhin sind wir jetzt beigetreten. Und ich möchte jetzt gerne... Ach. Hier in Schwimmen, Nacktbaden. Zusammen hier in Schwimmen. Zusammen Nacktbaden. Nacktbaden mit Runden schwimmen. Machen wir doch mal zusammen hier in Schwimmen. So. Vielleicht geht das ja zumindest. Vielleicht haben die ja Lust zu schwimmen. Ich weiß es nicht. Ja, scheint so. Da kommt auf jeden Fall schon die erste. Da kommt die zweite, die dritte. Ja, die kommen alle mit. Nice! Denn, ich meine ja, wenn man in der Gruppe zusammen unterwegs ist, kann man ja auch ein bisschen was zusammen machen. Dachte ich mir zumindest. Ich kann mich natürlich, wie gesagt, ich kann mich auch täuschen, ne? Aber ich finde es eigentlich cool, dass sie da direkt hier... Okay. Jo. Ist es jetzt auch in Pool springen? Sprung für Runde... der Rückwärtssalto. Möchte ich gerne sehen von allen jetzt hier. Das würde ich jetzt gerne sehen, wie da eine nach dem anderen den Rückwärtssalto macht. Ich hoffe, die Rentner gehen zur Seite. Ja, die gehen zur Seite. Die denken sich bestimmt schon so... Oh nee, du. Die Dumpfbacken kommen. Wo geh ich lieber raus? So, Xenia mit dem Rückwärtssalto. Oh, ich ahne Schreckliches. Oh, das tut doch weh. Sowas tut doch weh. Über Interessen reden.
Ja gut, dann gehen wir mal ein bisschen einfach noch quatschen. Ich weiß es doch. Ich dachte jetzt eigentlich, dass Sprung für Runde, dass es bedeutet, dass sie, also dass jeder in der Runde irgendwie. Was, Michael Foss? Oh, Achtung, Michael kommt. Das kann jetzt gleich etwas werden. Der beste Freund von Bruno kommt. Oh, guck, er kommt angerannt sogar. Lecker Mädchen. Hallo. Lass dich nicht stören, aber. Habt ihr mal solche Brustmuskeln gesehen? Oh, was ist mit der los? Die ist ja richtig. Oh. Ich glaube, ich ertränke mich einfach selbst im Pool. Es wird das Beste sein für die ganze Welt. Und niemand beachtet sie. Das ist hart. Mutigen Mangelspruch bei jemandem ablassen. Kann ich das jetzt hier? Beleidigen? Falsche, schlechte Nachrichten? Nein, das wäre gemein. Das ist doch Michael. Mutiger Anmachspruch. Ich will eigentlich nur kurz das Ziel erfüllen hier. Krimbo! Krimbophobie! Oh. Okay. So, wir gehen mit Xenia mal nach Hause. Würde ich sagen. Weil ich möchte eigentlich auch noch ein bisschen was von Bruno haben in dieser Episode. Vielleicht sogar schon den ersten Arbeitstag. Weiß ich nicht. Die Hälfte ist, glaube ich, plus minus vorbei. Von dieser Episode schon wieder. Aber ich möchte, wie gesagt, auch noch ein bisschen was mit Bruno erleben. Xenia haben wir jetzt in die Gruppe untergebracht. Das ist schon mal gut. Und mit Bruno möchte ich jetzt gucken, ob wir vielleicht noch was mit dem Nerd-Clan machen oder ob ich einfach gucke, dass es ihm halt generell einfach gut geht für den ersten Arbeitstag und wir den noch hinter uns bringen. Muss ich gucken. Muss ich gucken, weiß ich noch nicht genau. Kannst du ihn entsprechend über Interessen deiner Gruppe gestalten? Okay. Ja, das macht natürlich Sinn. Das ist klar. Klar. Es wird ohne Fortschrittsfrist gewechselt werden. Okay, cool. So, wir sind wieder zurück. Siehst du jetzt... jetzt hat sie wieder ein schwarzes Oberteil an. Ah, soll noch einer verstehen. So, was macht Bruno gerade? Er ist angespannt. Warum ist er denn angespannt? Er braucht Videospiele. Muss baden. Muss Videospiele vergessen. Trinkt er? Also... Sitzt Bruno in der Badewanne und trinkt? Jetzt ist er glücklich. Habe ich jemanden... Sag mal, habe ich das gerade wirklich gesehen? Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. So, wenn er ja schon baden war, kann er jetzt auch kurz auf die Toilette gehen. Und Hunger hat er auch schon wieder, Alter. Das ist Bruno, wie er lebt und lebt, ne? Und Xenia, bleib kurz hier, meine Liebe. Oh, die muss auch auf die Toilette. Ja, da ist jetzt Bruno drauf. Da kannst du jetzt nicht rein. Über Schritte diskutieren, Fotos teilen, von Obstkuchen schwärmen. Ich möchte eigentlich nur umarmen. Brillante Ideen. Ist es unter Romantik? Nummern austauschen, ja, das... Knuddeln. Geht Knuddeln auch? Ist Knuddeln gleich umarmen? Ja. Ist es. Sehr schön. Finde ich gut. Lockere Unterhaltung. Weißt du, ich bin jetzt der Gruppe die Idole beigetreten. Die haben voll viel Geld. Ja, jetzt fühle ich mich gut. Also, ich habe vorhin gerade... ich habe nichts Spezielles gemacht, während du weg warst. Wenn du da drin ein Alkoholglas findest, das ist nicht von mir. Ich verstehe ja, ich würde ja nicht trinken. Vielleicht kaufen mir die Idole schon bald ein neues Auto. Oder einen Grillkäse. Aber eins von beiden wird sein. Also was? Ich mag Grillkäse. Ich mag auch Grillkäse in Autos. Ja, das ist lecker. Okay. Was will ich mit Bruno noch machen? Es gibt ja eigentlich genügend Möglichkeiten. Auf jeden Fall einmal noch ein Gericht nehmen. Ich glaube, Xenia ist auch schon wieder. Die hat auch schon wieder Hunger. Aber die ist jetzt erstmal auf Toilette gegangen. Und kann in diesem Fall nachher kurz mal auch ein Gericht nehmen. Damit die auf jeden Fall wieder satt sind. Ist ja auch schon wieder Abend hier. Ich glaube, das letzte Mal haben die gegessen am Morgen. Jetzt Abend, das ist eigentlich komplett okay. Und wir gucken mal. Wir gucken mal, was sonst noch der Tag so bringt.
Ah ja. Die schöne Stille beim Essen. Ja, ja. Ich denke mir meine Sache einfach. Ja, ich denke mir meine Sachen vielleicht besser. Mein Gott, Leute, redet doch miteinander. Über Größe des Fernsehers beschweren? Der ist doch groß. Oder nicht? Ich muss nachher gucken. Weißt du was? Ich finde, wir brauchen viel den größeren Fernseher. Ja, und weißt du was? Das ging mir auch durch den Kopf. Ja, Fruit. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der Fernseher? Hat die überhaupt? Ah, bitte, der ist doch groß genug hier. Der hat doch noch gar nie ferngeschaut. Oder doch? Habe ich es nicht mitgekriegt? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Bruno, mein lieber Freund. Ich muss mal kurz gucken wegen Arbeit. Ideale Stimmung, konzentriert, okay. Videospiele spielen. Oh, was ist denn jetzt los? Entschuldigt bitte. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat, aber mein Computer hatte gerade das Gefühl, er muss mich jetzt aus dem Spiel hauen. Karriere, so, Job suchen, nein, dann möchte ich natürlich Spiel spielen und ich möchte gerne Sportspaß spielen. Wenn das schon hier eine Aufgabe ist, die man erfüllen kann, dann natürlich, machen wir das. Dann lassen wir Bruno, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Siobhan Fires angefreundet hast, die ist ziemlich cool. Kann ich da irgendwie was draufklicken jetzt? Oh, hier. Okay. Ich persönlich muss sagen, ich hasse solche Antworten, aber naja, das muss Xenia wissen. So, was machen wir denn da mit Xenia? Ein bisschen Spaß. Das ist ziemlich lecker. Okay, dann, liebe Xenia, würde ich sagen, kannst du kurz aufräumen. Damit wir Bruno hier seinen Pflichten nachkommen lassen können. Ich glaube, ja, das kann ich jetzt auch mal. 4 Stunden 20. Ich glaube, in den 4 Stunden 20 hat niemand mehr Hunger. Kann man das auch mal aufräumen. Und ich möchte eigentlich auch ein bisschen Spaß für Sophia, den Spaß für Sophia steigern. Gibt es irgendwie so einen Beauty-Kanal? Romanze, Nachrichten, Kochkanal, Kennerkanal, Comedy? Nein, gibt's nicht. Okay. Da wird der Spaß nicht wirklich groß steigen, denke ich mal. Vielleicht im Whirlpool. Nacktbahnen reinsteigen? Nein, ich denke auch nicht. Wie kann ich denn den Spaß von Sophia? Mit einer Romanze wird sie ja nicht Spaß haben. Ich könnte eigentlich jemanden einladen. So, machen wir das doch. Und zwar möchte ich einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Und zwar die Siobhan Fires. Fires. Was weiß ich denn? So. Ich denke, die heißt Fires. Fire. Hast du das rüberzukommen? Du weißt ja, wo ich wohne, ne? Ja, okay. Voll cool. Ja, ich weiß, wir können im Löwen... Oh, doch, sie wird gleich da sein. Wir können im Whirlpool baden. Und uns gegenseitig verschlagen. Dann geht sie schon mal vor die Tür warten, weil die wird eh gleich hier sein, denke ich mal. Oh, wo rennt die denn durch? Ich sehe sie. Ah, die rennt immer noch schön ums Haus rum. Okay, finde ich gut. Jetzt kommt sie von... Dein Ernst jetzt, Mädchen? Sag mal, ihr müsst jetzt kurz entschuldigen. Ah, die kommt einfach rein. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Entschuldigt bitte. Das habe ich ja noch nie erlebt. Oh, wie geil, kommt die durch die Tür rein. Und geht bei der anderen Tür wieder raus, um anzuklopfen. Okay, cool. Finde ich, ja, finde ich gut. Bruno kann jetzt an Anfängerturnieren teilnehmen. Nice, sehr geil. Ich glaube, da könnte man schon was richtig Gutes machen. Mit diesem Videospiel, so den Dingens, da kann man schon was Gutes machen. Genau, Seelenverwandte natürlich. Jetzt wollte ich gerade sagen, was sind das jetzt? 75% erledigt. Das machen wir heute noch kurz fertig, Bruno. Danach kannst du schlafen gehen. Das ist wiederum kein Problem. Aber wo ist denn jetzt die andere Dame? Hallo? Ah, die ist doch hier. Nein. Hier. Die Tratschen, die können.
Ich möchte eigentlich, dass sie gerne hier mit Nein zu ziehen. Oh mein Gott, nein, los nicht. Warum kann ich denn jetzt nicht, dass die auch in den Whirlpool kommt? Aber vielleicht kommt jetzt gerade von alleine, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Es sieht ganz danach aus. Es sieht ganz danach aus und... Jawohl, meine Damen und Herren! Ja, man muss sich auch über Kleinigkeiten freuen. Ich wollte gerade sagen, das sind 10 jetzt. So. So sieht doch auf jeden Fall ein Treffen von den Gruppenmitgliedern die Idole aus. Zusammen im Whirlpool sitzen. Und nichts machen. Und das ist eigentlich schon nice, weißt du? Du hast draußen zwei mehr oder weniger attraktive Damen und Bruno, der sitzt drin am Computer und daddelt. Finde ich gut. So, abgeschlossen. Okay, Bruno. Ich habe gehört, dass im Club... Was nochmal? Sollen wir mal nachsehen? Ich würde sehr, sehr gerne, aber ich kann leider nicht. Ich kann leider nicht. Bruno, der muss schlafen gehen, sonst wird er morgen todmüde sein. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, wenn er jetzt schlafen geht. Okay, doch, dann haben wir morgens noch genügend Zeit. Ich möchte jetzt gerne noch kurz eine erfrischende Dusche nehmen. Und dann schlafen. Und ich würde sagen, in der nächsten Episode, weil ist jetzt schon wieder eine halbe Stunde durch, werden wir dann... Xenia geht auch einfach pennen und lässt ihren Besuch da stehen. Oder sitzen, besser gesagt. Von Hansen, ja, komm, Tag verschönern und dann musst du halt einfach gehen, meine Liebe. Ne? Bitten zu gehen, tut mir leid, aber Xenia ist auch müde. Aber einfach im Whirlpool sitzen lassen, kann ich nicht. Das kann ich nicht verantworten. Hier plötzlich geht die noch runter oder guckt zu lange in den Regen und ertrinkt. Irgendwie sowas. Würde ich dir alles zutrauen. So. Er ist auf jeden Fall energiegeladen wegen der erfrischenden Dusche. Und wenn er jetzt so schön energiegeladen ist, geht er jetzt auch schlafen. Finde ich gut. Und heißt in der nächsten Episode, liebe Freunde, wenn wir dann den ersten Arbeitstag von Bruno miterleben. Warum geht jetzt auch... Warte, ich steig extra noch mal rein. Okay. Gut. Ja, warum auch nicht, ne? So, ich bin nur noch mal in den Whirlpool gekommen, um zu sagen, dass du jetzt gehen musst. Tschüssi. Smurgis. Turab Quink. Kusip. Plivar. Okay. Oh, Nabaquink. Die verstehen sich aber eigentlich ziemlich gut. Das finde ich eigentlich schon mal relativ cool. Finde ich auch, ich muss los, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gern geschehen, danke, dass du vorbeigekommen bist. Finde ich eigentlich schon relativ cool, dass die sich so gut verstehen, weil ist ja auch wichtig. Und da mein Computer jetzt schon wieder das Gefühl hat, dass er sich abstürzen muss. Ey, Alter, was ist denn da los heute? Würde ich sagen, wir beenden jetzt auf jeden Fall mal diese Ausgabe von Die Sims 4, weil ich glaube, besser wird es gerade nicht. Ich muss da mal gucken, was da im Hintergrund abgeht. Wünsche euch alles Gute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, liebe Freunde, um keine Videos mehr zu verpassen, besucht die Facebook-Seite, die Homepage und so weiter, ihr kennt den ganzen Dialog ja schon. Macht's gut, liebe Freunde, bis zur nächsten Ausgabe, alles Gute, bis dann!